Hey, kommst du? Gib mir eine Sekunde. Wegen eines Schmetterlings? Ja, sieh mal. Weißt du, wie ein Schmetterling entsteht? Wie durch ein kleines Wunder? Stimmt. Wenn die Larve überlebt, viele tun das nicht, dann verändert sie sich. Die kleine Larve verpuppt sich. Im Kokon zerstört und verwandelt sie sich, ändert ihre Farbe und Gestalt, bekommt Flügel, Krallen. Sie befreit sich aus ihrem Käfig und dann ist sie verwandelt und wunderschön. Du hättest nicht kommen sollen. Spar dir die Worte, JD. Die da, die kommt ganz nach ihrer Mutter. Tut sie wirklich? Tu ich wirklich. Akt 1, Kapitel 1. Der Überfall. Früher haben wir Chorsiedlungen beschützt. Jetzt überfallen wir eine. Ironisch, oder? Eigentlich nicht. Non-Cons begehen halt Überfälle. Bis ihr zwei aufgetaucht seid. Und jetzt? Langweilig. Lieber langweilig als tot, alter Mann. Gibt's da einen Unterschied? Kein Alarm. Herzlichen Dank. Langweilig wird uns sicher nicht. Aber das mit dem Sterben... Das ist nicht der Sicherheitsalarm. What the fuck? Was für eine Sturmfront. Wir können uns in der Siedlung verschanzen. Alle zum Wagen. Los! Was ist das denn? Microsoft Studios. The Coalition. Der Ball schließt sich! Komm schon! Oskar, schneller! Wir müssen es da durchschaffen! Gears of War 4. Hallo, wo man jetzt sie bekommt. Fuck. Wir müssen in die Siedlung rein. Ich lass den Hübschen nicht zurück. Los. Entkommen Sie der Sturmfront. Da sind wir wieder. Sturmfront wickelt sich auf geschosste Personen und die Umgebung aus. Nutzt die Deckung, um sich strategisch zu bewegen. Alles klar. Machen wir natürlich umgehend. Zu! Was machen wir jetzt? Wir sollten zu diesem Kran! Okay. Lass mich mal durch da, Mutti. Boah. Alter, wie krass. Wir müssen über den Zaun drüber! Und wie? Hier ist kein Tor! Da müssen wir ihn einreißen. Ich finde einen Weg, das Tor wieder zu reißen. Boah, ich hab keine Ahnung. Doch, hier! Wow, ich bin tot. Ich meine natürlich, oh verdammt. Wir müssen in die Siedlung rein. Ich lass den Hübschen nicht zurück. Alter. Los. Wie schlecht war das denn bitte? Turbinator Dislike. Nee, das war wirklich schlecht. Also, es tut mir leid, da muss ich mich entschuldigen für. Aber ich hab's auf Anhieb. Ich hab's auf Anhieb gesehen. Verdammt, toll, oder? Der Winddamm ist zu. Was machen wir jetzt? Wir sollten zu diesem Kran. Wow. Warte. Ich mach das. Krasser Scheiß, Mann. Beeilung! Ich komm! Das Mistgewitter! Alter! Lass dich davon erwischen! Alter, wie krass! Wir sind auch mitten scheinbar im Auge des Sturms. Ist doch nicht wahr, ey. Kommen wir da jetzt hoch? Warte. Wir sollten hier sicher sein. Ah ja, wie sicher ist sicher. Nicht sofort tot?
Verdammte Scheiße! Oh. Na prima. Auch das hat wieder super funktioniert. Aber ich hab's ausnahmsweise mal nicht verkackt. Hey, was hab ich verpasst? Jemand verletzt? Hat Kate noch ihren Hut? Ha, gut, gut. Hey, Hübscher. Du bleibst hier und... Also, ihr Ausreißer, habt ihr bei diesen großen Chorwänden auch Heimweh? Wow, schon wieder dieser Ausreißer-Blödsinn? Du weißt, dass wir dich eigentlich nicht brauchen, hm? Rainer, Dell und mich beauftragt, nicht dich. Sorry, Superhirn. Wo sie hingeht, gehe ich auch hin. Ich brauche keinen Babysitter-Onkel. Dann nenn mich Begleitperson. Vielleicht nenne ich dich Schnapsnase. Oh, du willst es wohl echt wissen, Kleiner. Onkel, du wirkst ein wenig betrunken. Ich bin sogar ziemlich betrunken. Wow. Wie nice sieht das denn bitte aus? Okay, Chorsiedlungen werden von innen nach außen errichtet, also muss der Fabrikator noch unmittelbar im Stadtzentrum sein. Wir holen ihn und verschwinden. Tja, da drin wird's für Sicherheitsdebis nur so wimmeln. Es gab 6 Monate keinen Non-Con-Überfall. Wir haben das Überraschungsmoment. Einen Roboter überrascht man nicht, Superhirn. Wir haben Debis gesteuert, schon vergessen. Ah ja? Wie in Siedlung 2? Hm? Hey! Das war nicht ihre Schuld. Du hast größere Probleme als dein Dickkopf, Jungspund. Warum ist der Opa denn so gereizt? Okay, da ist das Bauzentrum. Fragt sich nur, wie wir da hinkommen. Wir können nur abwärts. Also, Abmarsch. Okay, wenn das der einzige Weg ist. War hier noch brach. Und jetzt bauen sie schon den äußeren Ring? Naja, ohne Sorge vor Überfällen geht das wohl alles etwas schneller voran. Naja, gut. Wie gesagt, wenn es nur einen Weg gibt und der heißt abwärts, naja, dann gehen wir mal abwärts. Runter. Oh, fuck. Beobachter. Noch sieht er uns nicht. Aber bleibt's bitte auch. Okay, also vor den Dingern müssen wir uns scheinbar in Acht nehmen. Halten Sie beim Rennen die Vorwärtstaste gedrückt und drücken Sie für Ihre Deckung zu springen. Je weiter wir zum Zentrum vordringen, desto mehr Dienst werden an uns kleben. Warte mal. Genau deshalb sollten Dell und ich das allein. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Ich mach das lieber so. 15 Jahre bei der Corps. Äußerst angesehen. Oh, was gibt's denn hier? Vielleicht sollte ich mal mit Sinn über diesen Krieg diskutieren, den sie anzetteln wollte. Oder die andere Option, nicht erwischt werden. Voll krass, wie die das hier bauen, ne? Das geht vollkommen automatisiert. Ob hier so... Ob steht denn hier Leiter, auch irgendwann so gebaut werden? Gehen wir wieder hoch. Vielleicht brauchen wir aber gar keine billigen Bauarbeiter mehr, sondern können das wirklich bald... durch so Maschinen machen, aber diese Maschinen müssen doch auch irgendwie gesteuert werden, oder nicht? Weiß ich nicht, so vollkommen automatisiert geht doch nie. So ganz ohne Menschenhand? Naja, wer weiß. Wer weiß, wenn das Technikalter mal vorangeschritten ist. Bäm! Sie erklärt, wieso sie so schnell bauen können. Okay. Glück war das nur ein Bauer und kein Beobachter. Kein Problem, Oskar. Ich weiß, wie man Beobachter umgeht. Alter Schwede. Einfach mal so ein Bauroboter, weißt du, der hier. Der mir eben gerade mal schön das Fenster einsetzt. Danke. Hockt da einer drin? Ich glaube nicht, dass da jemand drin sitzt, oder? Doch, ich meine sogar, dass da jemand drin sitzt, wenn ich das so richtig gesehen habe. Voll krass. Und voll die schicken Buden, was die hier so bauen, ne? Jetzt hätte ich voll Bock, den Bauroboter da zu steuern. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Guck mal. Sammelstück gefunden.
Yeah, wir haben ein Sammelstück gefunden. Geil. Sind das Tittenmagazine? Ich hoffe, das sind Tittenmagazine, denn ich mag Tittenmagazine. Ja. Oh yeah. Bleiben Sie, wo Sie sind. Scheiße. Hirten werden Sie vom Gelände geleiten. Ach du Scheiße. Ich übernehme das. Bürger, Sie sind nicht autorisiert. Da hast du recht. Ich bin kein Bürger. Aber wir lieben Burger. Was? Bürger hieße, dass wir einer Art zentralen Verwaltung unterstehen. Ich verstehe mich als Teil einer Anarcho-Kommune. Bürger, Ihre Tätigkeit wurde verdacht. Oh nein. Na gut, greifen wir halt auf die Altbegriffe. Hier. Ein Satz mit X. Naja, wow, war fast gut. Die Waffe ist krass. Ach, warte mal. Zack. Wo ist denn der Typ da? Der ist tot. Ist er down? Alles klar. Und die bauen da fröhlich weiter, aber ist sehr nice. Die lassen sich halt nicht stressen. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ach, kacke, Mann. What? Well, word in the bird. Stirb in der Hölle. Klasse. Was ist das also denn? Wissen Sie jetzt, dass wir hier sind. Was jetzt, Klugscheißer? Jetzt? Neuer Plan. Wir kämpfen uns zum Fabrikator durch. Sehr gute Idee. Das ist meine Ansage, hör mal. So, pass auf. Lassen Sie mich mal durch hier, bitte. Vielen Dank. Gucken, ob ich hier noch irgendwelche Tittenmagazine finde. Wobei, es sind ja keine Tittenmagazine in dem Sinn, aber es sind Sammelobjekte. Und Sammelobjekte sind bekanntlich immer super. Aber hier ist sonst nichts wirklich groß, ne? Außer der dicke Oschi da hinten. Der Spaß mit seiner Schraubmaschine da. Das sieht so geil aus, ne? Community Boulevard soll das heißen wahrscheinlich. Scheinbar so das Stadtzentrum, die Stadtmauern. Aber sie machen das trotz, dass sie so halt so modern bauen. Hier, guck, wird alles auf alt gemacht, ne? So ein bisschen rustikal. Interessant. Interessanter Baustil auf jeden Fall. Finde ich krass. Okay. Lass uns weitergehen. Er schnackt da einen über Baustile, weißt du? Mitten im Krieg, Baustile. Wichtig. Huch. Hey. Vorsicht. Oh, Vorsicht. Gehen Sie gegenüber eines Gegners in Deckung und halten Sie die Vorwärtstaste gedrückt und drücken Sie, um ihn rüberzureißen. Ach so. Okay. Oh yeah. Hallo. Bewegen Sie sich auf einen Gegner zu und drücken Sie Y zum Hinrichten. Fügen Sie sich unserer Forderung. Ups. Ich glaube, der ist tot. Oh, fast tot. Feindliche Ziele entdeckt. Ups. Oh, die explodieren ja. Wird nachgeladen. Mein Gott, müssen die alles ankündigen, was die machen? So widerlich. Okay, das war's erstmal. Yeah. Ah, they're dead. They're all dead. Haben die was dabei? Haben die irgendwie Knarre oder sowas? Vollstrecker. Oh, Schockwaffe. Kannst behalten. Für mich gibt's nur richtiges Blei. Weiter geht's. Schön, wir wollten hier eigentlich nur überfallen, ne? Und machen gleich mal einfach alles platt. Alles kaputt. Jede Spezies. Was ist das denn? What? Was ist das? Schön! Boah. Ein großer Verfolger! Scheiße. Nachladen verkackt. Was ist das für ein Kackding? Alter! Na, boah. Wie schmeckt euch eure eigene Medizin? Vermisst ihr eure alten Freunde? Onkel! Oh mein Gott. Okay, einmal draufschießen, dann geht sie auf. Achtung, da sind noch mehr. Oh, guck mal. Ups. Nein. Boah, solange es uns nicht trifft, alles gut.
Alter, die Pisser. Auf! Sehr nice. Guck mal, da hinten ist Muni. Das sollten alle sein. Warte. Sowas wie einen Ausgang? Da vorne ist ein Sicherheitstor. Warte, ich will erst die Munition, keine Zwischensequenz. Ich muss eine Sekunde nachdenken. Sehr nice. So. Okay. Wow. Toll. JD, warst du das? Danke fürs Warten. Das war ich nicht. Und ihr zwei seid ganz sicher keine Chorspione? Onkel, bitte. Du glaubst auch, die KOR habe die Sturmfronten erschaffen. Na, selbst wenn. Wenigstens mussten wir euch nicht erst beibringen, wie man ein Gewehr hält. Was ist los mit euch, Noncons? Der Großteil von Rainers Leuten kann sich nicht mal die Schuhe zubinden. Oh, zum Glück. Mein Onkel hat mir mal das Schießen beigebracht. Ich kann froh sein, dass ich überhaupt noch mit ihm rede. Hey, ich war eine große Hilfe. So kann man es auch nennen, wenn man es nicht so genau nimmt. Aber immerhin. Okay, wir gucken uns ja gerade mal so ein bisschen abseits von unserem Weg. Ach nee, ist gar nicht abseits. Wir sind hier mittendrin. Was gleich, dafür können wir uns vielleicht ein bisschen umgucken. Ob wir noch irgendwo Tittenmagazine finden. Ich nenne die jetzt einfach mal so. Es ist natürlich kein Tittenmagazin. Bereithalten, da kommen Dibis! Oh, schön. Guten Tag, die Herrschaften. Festnehmen. Warte, wen willst du festnehmen? Lass mal die Klappe halten. Verdammt. We are empty as shit. Hey. Du Arsch. Sehr nice. Okay, wen haben wir hier? Wir brauchen eine Knarre. Wir brauchen wieder eine automatische Knarre. Ach du Scheiße. Warte, da ist Munition. Jo. Danke. Nein! Nein! Fuck. Scheiße. Oh. Super. Ist ja toll. Klappt gut. Unterlassen Sie jegliche Feindseligen. Halt die Schnauze. Schnauze und Schmorn der Hölle, Mann. Hey, komm her, zeig dich. Sieh mir in die Augen, Baby. Und stirb einen Tod. Junge! Guck mal, da reingesmoothed. Moin! Achso. Warte mal, Tittenmagazine? Nee. Dachte vielleicht. Oh, gute Überraschung. Schmoddere jetzt. Verstanden. Greife an. Stirb. Hä, wo denn? Ach, da oben. Ah, okay. Mal schnell zurückgehen, noch mal kurz gucken, war hier noch irgendwas? Bevor wir jetzt hier so schnell durchstraven. Nö, okay. Freunde, ihr könnt ruhig draußen bleiben. Ich hab nur noch mal geguckt, ob ich irgendwas gefunden hätte. Aber hier gibt's nichts. Gehen wir mal hoch da, oder? Zur Party! Abfolger! Nein, nicht die Dinger schon wieder. Scheiße. Nein. Oh fuck. Zen und Kunst des Nachladens. Geil. Vormarsch. 25 Mal schon. Wahnsinn, oder? Ich bin Pro-Gamer. Noch ein Bot zerstört. Sehr hübsch. Okay, war's das? Das erste? Mehr Diebis. Kommt ruhig her. Ah, da unten. Okay. Was lieber? Feindkontakt identifiziert. Nein! Boah, war knapp. Boah, krass. Zack. Hier war aber noch einer. Oh, da. Rechtmäßige Bürger identifiziert. Boah, was für eine Action, Alter. Unterlassen Sie. Was denn? Ich versteh dich nicht, du bist so tot.
Seht mal, das Bauzentrum ist direkt hinter dieser Mauer. Oh, wir sind schon da. Nicht zufällig öffnet. Nein, wir müssen einen Weg außenrum finden. Toll. Verstehe ich nicht. Die Überfälle wurden auf Befehl meiner Mutter eingestellt. Wozu die ganze Security? Was, hast du etwa keinen Spaß? Okay, sehen wir uns um. Vielleicht finden wir einen Weg dadurch. Ich schätze mal, dass wir durch irgendeine Tür müssen. Weil da werden wir niemals drüber kommen. Wir werden weder drüber kommen, noch hochkommen, noch sonst was. Gut, gehen wir durch die Entbindungsstation. Das da hinten muss sieht das aber wirklich sein? Bisschen was? Matschig aus. Was ist los? Dieser ganze Babykram. Okay. Hast du ein Problem mit Baby? Mats? Nein, nur damit, dass mir jeder sagt, ich müsse eins haben. Hey, du solltest ein Baby haben. Am besten mit mir. Oh, aber hier gibt's doch 102%igen Tit-Magazin. Eine. Hey, du Arsch. Wieso kann ich das nicht? Also ähnlich halt. Hä, hey, dieser Raum ist prädestiniert dafür, dass hier irgendwas ist. Ich weiß, dass hier auch irgendwas ist. Our Future. Ach, die alte. Okay. Habe ich in Munition verbraten, aber egal, scheiß drauf. Okay, gehen wir mal hoch. Let's go to the top. To the top, to the top. Meine Mutter hat mich zum Glück immer von dem ganzen Kram ferngehalten. Ach so. Ja, aber es hilft ja nichts. Wir müssen die Gegend neu bevölkern. Ach ja? Kann ich mitmachen? Was? Nein, Alter. Auch wenn wir hier eine neue Zivilisation gründen wollen, das ist immer noch verboten, mein Freund. Es ist verboten und es ist ekelhaft.